Wird Zeit für eine Diät. Heute sind wir mal im Evo-Gym. Raffa ist auch am Start. Tyson ist auch am Start. Wir schauen mal, was wir heute hier so drücken können. Bis wieder ein Element, ne? Was krieg ich eigentlich die Stunde hier, wenn ich jetzt hier filme? Oh yeah. Ist das die Athletic Aesthetics Hose? Das ist die Athletic Aesthetics Hose. Mein Gott! Den Code Tobi, bestes Zell. Also, man hat's beim Brosip eigentlich nicht mal für eine richtige Bankdrückbank gereicht, ja. Brosip, was ist los mit dir? Was ist mit der richtigen Bank, wo du das auch einstellen kannst? Auch so gut. Ja, ich das immer liegt aber nicht am Licht, sondern am guten Evo Craft. Technik ist besser geworden, ne? Pausiertes Bankdrücken hilft, kann ich nur empfehlen. Sag mal, was ist das für eine Stange? Superstange, wow. Hast du eben noch gesagt, die ist scheiße rutschig und dünn und scheiße? Nicht? Genau. Guck mal, ich trainiere nur Bodybuilder, das sieht man direkt, ne? Kein Gewicht hier. Da oben, dass man auch den richtigen Winkel treffen kann. Machen wir wieder hier auf 2 Wiederholungen oder so. Mach echt 3 Wiederholungen, ja. Leute. Guck mal, was mein neuer Coach mir so in den Plan geschrieben hat. Deinen neuen Coach, den bezahlst du dann aber auch, ne? Nee. Feel like I've been in like 1000 times. When my all night Christmas day on the strip. Feuer aufpumpen. Rutschst du auch so weg? Boah, ich bin ultra am Rutschen auf der Stange. Damit wirst du heute dein Trainingsgewicht wahrscheinlich nicht drücken können. Also schon spannend. Und dann geht's so. Also wir haben jetzt offiziell die Bestätigung bekommen, wir dürfen ein bisschen Kreide nehmen. Das ist auf seine Verantwortung. Vor allem, ich hab gelogen. What you know about? What you know about fucking up? Das auf keinen gesehen mit meinem Anzug. Nee, hatten wir nicht. Ich brauch die Athletic Aesthetics Wrist Wraps. Richtig. Mit welchem Code nochmal? Tobi. Richtig. Brauchst du einen Spotter? Ich glaube nicht. Ich brauche nur eine richtige Bank. My PTSD starting to kick in, so I gotta get hot. Trey shot that nigga with my car, so now I gotta get low. I ain't no city boy, cause I love my bitch. Na, also ich drücke jetzt einfach 120. Du nimmst Training ernst, ne? Immer nach Plan. Ja, das nennt man, das ist, Trey shot that nigga with my car, so now I gotta get low. They ain't no weak man, black squad, but welcome to the ball. Ich hatte keine andere Stelle, Freunde. Die musste jetzt irgendwo verschwinden. Ich bin jetzt bei meinem zweiten Satz. So, Freunde, was hat man immer in seiner linken Hosentasche? Seinen Mundschutz. Dein linkes Handgelenk ist nicht abgekriegt. Das ist das rechte, das ist auch gekräftigt da. Ja, Leute, das ist doch kein Problem, mich da sterben zu lassen. Also, danke für das Wort nochmal. Ist das hier eigentlich zum Selbstbedienen mit dem Evo Way hier? Das ist voll White Grip, oder nicht? Was ist das? Krieg ich einen Spotter vielleicht? Ja. Okay. Nee. Bitch, I did it, I made it, I'm loved and I'm hated. I started from the bottom, now my neighborhood is gated. They say drink to your accomplishments, so every night I'm faded. Feel like every other day me and somebody new related. You... Oh, ey. Läuft? Er hat sich ein bisschen angestellt. Macht er immer. Wollt ihr Beine vergleichen? Ja, aber ganz ehrlich, ne, bei dem Schwanz wirken die Beine natürlich dann auch wieder kleiner. Digga. Guck mal, im Evo Gym gibt es sogar eine Schwackmaschine. Tag 1. Sieht doch so aus. Irgendwo muss die Energie herkommen. Was ist eigentlich hier, Freunde? Das ist echt lecker, Mann. No Hate oder so, ne? Alter, die Red ist nix für mich. Magst du die? Welche? Ich mag alles. Die Ivo. Bro, auf die hab ich jetzt richtig Bock. So, try mal. Was ist das hier? Ich bin immer verletzt. Ich frage mich, warum. Wo ist ihre Kleidung jetzt auf einmal hin? Ist das hier immer noch eigentlich Athletic Aesthetics? Ich bin lieber Rafa. Drück mal. Hallo. Was ist das hier? Das sind die Kampfreserven! Die hier finde ich ganz geil sogar, die andere ist komplette Scheiße. Shoutout Gym 80! Echt? Die, ne? Ja. Ja, echt so. Okay, ich gehe nicht so tief. Geht ihr nicht so tief? Nein, nein. Immer schön Balls deep, sag ich immer. Oh, ich läuft. Ja, das Ding ist sowieso, das Handtuch benutze ich seit 6 Monaten straight. Ne? Hand habe ich hier wie mit dem Ding, was schon die ganze Zeit hier in meiner Hosentasche war. Ich hatte das voll vergessen.
Wir machen noch Bodybuilding-Training. Ah. Ja, make love to the weight, sag ich immer. Das sagt deine Freundin auch immer. Jo, im Moment tatsächlich. Man erkennt noch, dass hier mal Bauchmuskeln waren. Wir testen jetzt eine Neuheit. Powerlifter trainiert Rücken. Das ist was ganz Neues. Honey band, guns in the sprinter van. Never play middle man, we gotta get a man. If I don't feel a man, we gotta kill a man. Spend like a silly fan, not for the dividends. Reaping the benefits like he an immigrant. Lot of artillery, special delivery. Show my agility and my ability. Go on a killing spree like we the military. Welcher hier die guten Arschhaare bitte nicht filmen, ja? Nee, ich will gerade die Bombe. Die bitte auch nicht. Ich muss den Rücken filmen. Ein Stück Scheiße. Ich will dich gleich mal drauf sehen. Spasti. Man sieht beim Raphael, die Stücke können die viel zu mir. Kann auch nicht liegen. Jede Pflicht ist richtig brutal. Perfekt. Weiß nicht, was das für ein Gerät ist, ne? Was hier? Ja, ganz was Neues. Beinmaschine. Ach so, für Beine. Ach, Beine. Welchen Code? Rafa oder André, aber nicht RAP. I don't know why these 50 niggas don't get high. There be no 50 niggas on the scene. Schön auf Pump. Vielleicht sieht man ja noch die eine oder andere Muskelfaser bei mir. Nee. Unter der Fettschicht. Da vielleicht doch. Nee, weißt ich du doch nicht. Gar nicht. Ich glaube nicht. Die kommen nachher noch raus mit Pump. Ach so, okay. Da sieht man Adern und Streifen. Weißt du, wo man bei mir noch Adern sieht? Als Maul. Du siehst, was und nicht zu wenig. Und nicht zu dünn. You got it, gonna get me too. Ich würde ein bisschen näher kommen, dass man nur die Brust sieht.